Willkommen zu einem neuen Moveset-Video. In diesem Video geht es um das Schneegebiets-Pokémon Frostedie. Wenn man sich die Statuswerte anschaut, dann bemerkt man zuerst den sehr guten 110er Initiativwert, mit welchem es sehr viele andere Pokémon outspeeden kann. Die beiden offensiven Werte sind mit 80 eher unterdurchschnittlich und auch die Tankiness ist mit 70 in den KP und den beiden Verteidigungswerten eher nicht gegeben. Durch die Typenkombination aus Eis und Geist ist Frostedie immun gegenüber Normal- und Kampfattacken, resistent gegen Attacken der Typen Eis, Gift und Käfer und besitzt Schwächen gegen Feuer, Gesteins, Geist, Unlicht und Stahl-Pokémon. Frostedie kann über zwei verschiedene Fähigkeiten verfügen. Die erste ist Schneemantel, mit welcher die Genauigkeit gegnerischer Attacken, die Frostedie zum Ziel haben, während es hagelt um 20% gesenkt wird. Mit Tastfluch besteht eine 30%ige Chance, dass Attacken, die Frostedie Schaden zufügen, für 3 Runden blockiert werden. Aufgrund der Werteverteilung bietet sich für Frostedie eher eine offensive Supportrolle an. Hierfür nimmt man Tastfluch und ein scheues Wesen mit, damit man die Initiative so weit wie möglich steigert. Bei den EVs geht man natürlich auch auf die Initiative. Der zweite Wert, den man erhöhen möchte, wird meistens der KP-Wert sein, damit es einfach mehr aushalten kann. Aber auch die EVs in den Spezialangriff wären möglich, um den Schaden für den Fall der Fälle zu boosten. Das beste Item ist der Fokusgurt, da es auch mit vollen KP-Investitionen von sehr effektiven Attacken von offensiv starken Pokémon rausgenommen werden kann. Für die Step-Attacke kann man gut zur Eisesodem greifen, um die Möglichkeit für Schaden zu haben. Oder man entscheidet sich für den Spukball, damit man eine Geistattacke dabei hat. Mit Irrlicht kann man gegnerische physische Pokémon bestrafen und der Verhöhner eignet sich in Kombination mit der Initiative dazu, gegnerische Supporter vom Supporten abzuhalten. Der Eissturm kann hier auch als alternative Schadensattacke gesehen werden, jedoch ist die Speed Control das, worauf man abzielen möchte. Es kann mit Seitentausch sogar den Partner beschützen und für Mindgames gehen. Und der Abgangsbund wird in den meisten Fällen dafür sorgen, dass der Gegner auswechseln wird und man somit eine neue Situation auf dem Kampffeld vorfinden kann. Zu den Countern und Checks gehören natürlich alle Pokémon, die Supporter countern. Das heißt allen voran Pokémon mit Verhöhner und die schneller als Frostedie sind. Vor allem die Strolch-Supporter sind gefährlich. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich der Bizarro-Raum, durch den Frostedie später agieren wird und somit recht useless wird. Und wie bereits erwähnt, mag Frostedie auch keine sehr effektiven Attacken von offensiv starken Pokémon. Bei den Partnern Team Pokémon kann man wie fast immer bei Supportern alle möglichen offensiven Pokémon spielen. Aber allen voran Pokémon, die Schutz vor physischen Pokémon benötigen oder die mit der Speed Control etwas anfangen können. An sich hat man eine sehr breite Auswahl von Pokémon, die man mit Frostedie spielen kann. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Lass gerne einen Like oder einen Kommentar da, wenn dir das Video gefallen hat. Und auf der rechten Seite gelangst du zu weiteren Videos von mir. Bis dahin, ciao!